So, dann bauen wir jetzt unser Weekend League Team, meine Freunde. Also, Spieler, die ich tendenziell interessant finde für Weekend League Teambau, ich mache sie mal ganz kurz rein. Aus dem neuen Team of the Week Kroos finde ich interessant. Dann finde ich Barella interessant. Vlahovic könnte sogar auch ganz geil sein. Würde ich dann vielleicht mal auf der Bank ausprobieren. Also ich sage euch ehrlich, Neymar würde ich unbedingt... Ich finde Neymar und Barella mit am geilsten. Aber Barella hat ein geiles Player-Model, den fand ich letztes Jahr schon überragend. Also will ich wieder enge Raute zocken? Ich würde tatsächlich sagen ja. Ich würde tatsächlich sagen ja, weil die enge Raute war schon ein Killer. So, weil dann würde ich nämlich auch Neymar mal so ganz entspannt auf der 10 zocken. Bam. Dann würde ich halt ganz gerne Alaba einbauen und Kroos. Die könnte man dann halt auf der 8 spielen. So. Dzeko mit Barella. Ja, Digga. Dzeko bestimmt geil. Dzeko stelle ich mir sehr geil vor. Ja. Also ich würde tatsächlich erstmal nach dem Stürmer gucken, ne? Also ich muss halt schon einen geilen Stürmer haben, einen beweglichen vorne. Boah, oder ich zock endlich mal Mbappé. Ich habe Mbappé ja noch gar nicht gespielt. Mbappé wäre halt ehrlich mal Killer, ne? Den habe ich noch gar nicht gespielt. Ich könnte halt... Boah, es ist halt schwer. Also drei Ligen ist halt schon eine Aufgabe, ne? Also Donnarumma ist halt ehrlich kein schlechter Call, weil da kriege ich dann auch noch den Nation-Link für Barella rein. Ich muss halt irgendwas mit den Nationen machen, ne? Ja, Chat, ich glaube, ich muss auf Dzeko verzichten, weil das ist mit der, das ist zu schwierig mit der Nation. Das tut echt ein bisschen weh. Aber ich würde schon gerne hier irgendwie sowas machen. Das finde ich schon echt cool. Sag ich euch ehrlich. Ich finde das so schon echt geil. Falcao. Aber Bro, der ist ja... Wobei... Boah, oder Forlan nochmal die Chance geben. Alter, ich hätte eigentlich Bock auf ein Comeback von Forlan. Dem würde ich echt gerne nochmal die Chance geben. So. Andere Idee. Ich zeige euch aber erst die andere Idee. So. Falcao mit Architekt. Lengthy. Zack. Dann. Boah, ich sag, also ich find's eigentlich echt geil, wenn ich ehrlich bin. Cordoba. Bam. Tears. Bam. Warum bist du nicht Fullcam? Bau noch einen La Liga. Ja, okay. Dann mache ich da einfach einen La Liga Manager hin. Ah, jo. So. Barella. Bam. Braucht er noch den Österreich-Link? Nee. Wenn ich ihm La Liga gebe, brauche ich auch keinen Österreich-Trainer mehr. So. Bam. Voll, 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 voll. Vamos. Der braucht noch einen Serie A-Spieler. Nee, zwei Serie A-Spieler, einen Inter-Spieler. Oder ein Italiener wäre Killer. Idee wäre Cuadrado. Idee wäre Donnarumma. Donnarumma, super Idee eigentlich. Brauche ich bei Falcao den? Ja, brauche ich. So. Voll? Voll? Nicht voll, wegen Franzosen. Französischen Manager? Aus der spanischen. Let's go. So. Und, jetzt Serie A, worauf wir Bock haben. Serie A geht mehr oder weniger, worauf wir Bock haben. Digga, das Team sieht ja richtig geil aus. Alter Falter. Angis hätte ich Bock drauf. Ja. Nicht gut wegen Workrates. Ah, ja. Ja, ich sehe. Ich sehe. Was brauchen Barella noch? Zwei Serie A-Spieler oder halt ein Inter-Spieler? Welcher ist denn das? Ich könnte Zam Brotkasten zocken. Und dann brauche ich halt irgendeinen. Ah, Marquisio wäre halt sehr offensiv, ne? Der ist halt eigentlich auch eher ein Achter. Gattuso mal probieren. Ist ein richtiger Zerstörer. Ist der lengthy? Lengthy? Oh, aber ganz lengthy. Ich glaube, so mache ich's. Ich glaube, so mache ich's mit Gattuso. Weil einige hatten gesagt, ich hätte Cordoba Rechtsverteidiger stellen können. Und dann IV Tomori. Feiere ich nicht so. Dest kann ich nicht nehmen. Ich brauche hier. Ich brauche da noch ein Italiano. Wenn ich mich nicht täusche. Ja. Oder ich kann nicht. Ich glaube, ich kann auch mit Hakimi gehen. Und dann nehme ich einen italienischen Manager, richtig? Ja, okay, dann mache ich es halt ehrlich. Dann gehe ich mit Hakimi, weil Di Lorenzo ist jetzt nicht so geil. Da machen wir Hakimi. Zack. Und jetzt brauche ich einen italienischen Manager aus der spanischen Liga.
Weil Di Lorenzo wäre jetzt der Einzige gewesen, wo ich so gesagt habe, ja, okay, so ein bisschen Chemiehure. Alter! Alter! LOL! Geil! Schon geil! Gattuso trainiert Gattuso! Geiles Team! Geiles Team! Lassen wir so, oder? Mal ohne Scheiß, es ist bis auf zwei Karten ein Full-Special-Card-Team und es ist eine Mischung aus OP-Karten, aber auch ein bisschen was Kreatives dabei mit Falcao zum Beispiel. Ich finde das Team sehr geil. Ich finde das Team sehr geil, muss ich sagen. Die zwei Goldkarten triggern ein wenig schon, aber geil. Ja gut, man muss dazu sagen, ist halt dritte Weekend League. Da sind zwei Goldkarten verzeihbar. Aber ich meine, meine Münzen müssten... Ja, okay. Cool gebaut, wirst sowieso nach fünf Weekend League Spielen umbauen. Scheiß Haterschwein! Letzte Weekend League, mein Freund. Ich stande 4-4. Hab ich mein Team umgebaut? Schweigefuchs. Haterschwein. Ich bin letzte Woche meinem Team so treu geblieben, obwohl ich so penetriert worden bin von dem Team. Oh! Wow! Was? Der Snipe! 1,4 glatt, das war ein Snipe, oder? Mein Spiel ist gefreezed. Digga, ich hätte fast für 1,5 einen frischen geholt. Jetzt habe ich für 1,4 einen frischen geholt. Was ist sonst der günstigste Mbappé? Ich glaube, das war ein guter Snipe. So. Gennaro. Naja, der ist Lengti. Der ist sogar von Haus aus Lengti, weil der 14 Stärke mehr als Beweglichkeit hat. Alter, der könnte sogar echt gut sein. Chat. Wenn der so schon Lengti ist, dann kann ich ja sogar ein Shadow draufballern. Krass, dass er dieses Jahr so günstig ist. Bei Cordoba bin ich mal gespannt. Ich muss sagen, ich habe nicht so hohe Erwartungen an den wie letztes Jahr. Weil ich glaube, seine Größe wird einen viel größeren Impact haben als letztes FIFA. Weil letztes FIFA war es ja egal, ob dein Innenverteidiger groß oder klein ist. Ich glaube, das könnte eine Schwierigkeit sein dieses Mal. Ja, hier werde ich übrigens mit Ansage Verlust machen, ne? Mit ganz dicker Ansage wird der um unfassbar viel sinken. Mit ganz viel Ansage. 1,728 Millionen. Der sinkt auf 1, ich glaube, der wird ganz böse sinken. Digga, das Team ist echt geil. Das Team sieht richtig cool aus, Chat. Boah, geil, ey. Wen nehmen wir denn mal mit? Also, wir nehmen Tomori als Innenverteidiger mit. So. Ein Frimpong, falls ein Außenverteidiger rot kriegt. Erling Haaland für einen Sturm. Dann nehmen wir Hernandez für einen Sturm mit. Haben wir zwei Stürmer als Einwechselspieler. Dann hätte ich ganz gerne noch ein ZOM und zwei Achter, beziehungsweise zwei Sechser. Ich glaube nämlich Valverde mit. Wir können den hier mitnehmen, das ist ein guter Call. Ich habe eine Aufnahme gezockt, den fand ich ganz geil. Traumario mal ein bisschen. Boah, 71 Defending. Nee, dann gehe ich mit Cassie. Ich brauche halt schon einen Abräumer. Oder Herrera mal mitnehmen. Ja, komm, gib mir mal Herrera. Cassie fand ich nicht so geil. Dieses Lengthy lässt uns viele andere nicht spielbare Karten zocken. Einfach geil. Ich schwöre, ich liebe FIFA 23 deshalb. Ich finde FIFA 23 so geil, dass du unironisch einen Toni Kroos spielen kannst. Ich feiere das Spiel so krass dafür. Ich finde FIFA 23 ultra geil deshalb. Einfach, ich muss ja ingame gar nicht umstellen. Ich spiele genau die Aufstellung. Lul. Ja, cool. Was habe ich denn gespielt? Ich glaube, Druck nach Fehlern. So. Und dann direkte Pässe. Ich glaube, so. Vorne bleiben. Hinten bleiben, Mitte abdecken. Passt. So, Kapitän. Ich würde sagen, Gattuso ist der Anführer. Freistöße. Falcao, 98 Efe und 86 Freistöße. Ich glaube, ich mache die Freistöße aber mit Neymar aus kurzer Distanz. Digga, 98 Efe ist schon eine Ansage. Ich mache die mit El Tigre. So, dann die aus weiter Entfernung mit Kroos. Elfmeter. Auch El Tigre. Ich mag die Neymar-Animation nicht. Ecke links. Ja, Ecken ist was für Kroos. Und dann so, T ist als Linksfuß. Geil.